Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Domestos Propestos, wo wir... Es sind zwei verschiedene Muschikläuse. Guck mal, einer leuchtet rot, der andere leuchtet gar nicht. Die heiteren kleinen Muschikläuse. Wir sind die Kläuse. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Ach, der scheint in der Sonne rot zu leuchten. Sonst aber eher nicht. Ich frage mich aber, wenn wir jetzt einen davon... Agron. Alter, das sieht so ekelhaft aus. Wenn wir einen davon agron... Bevor wir jetzt einen davon agron, speichere ich nochmal. Die Musik ist so... Die passt so schön zu den, Wir sind die Muschis. Ich würde sagen, einfach nur aus Prinzip basteln wir uns da vorne zufällig in einer altbekannten Nische. Nur aus Tradition basteln wir uns noch was Schönes rein. So, wo haben wir denn... In welcher waren das? In der da, ne? Einfach nur aus der Tradition heraus, weil, ganz ehrlich, wir haben hier immer angefangen. Und ich finde es irgendwie, auch wenn wir jetzt kein Temporary bauen, sondern ein richtiges, ich finde es irgendwie schön, dass wir hier wieder, wie in alten Tagen. So. Dann klatschen wir uns hier aber die Bäume direkt vor der Haustür um, ist ja eh egal, entweder respawnen die oder... Ich meine, wir bauen uns jetzt hier aber kein Fort. Ich mache jetzt hier nicht irgendwie Zäune rum, obwohl es interessant wäre zu sehen, wenn die Mutanten uns hinterherlaufen, ob sie Zäune einreißen, weil dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass die uns die Hauptbehausung kaputt reißen. Pastete, was meine? Pastete, pastete. Pastete, pastete. Lurch, was denn los? So, ganz kurz erstmal schnell die Loks da, die Loks hier reinbasteln. Was ist bloß mit den Patrouillen geworden? Warum gibt es keine Patrouillen mehr, frage ich mich. So, ich weiß, wir haben den anderen angefangen, aber ist egal. Wir bauen dann eh noch, obwohl Lagerfeuer brauchen wir nicht. Vielleicht bauen wir ja wirklich mal ein Stück Wall oder zwei. Einfach, weil es nicht so lange dauert und wir machen ja eh mal ein bisschen Überlänge. Dann können wir ja vielleicht die Kläuse oder einen Klaus hierher locken. Und der wird uns dann schön in die Nische drängen und einfach die Wand einreißen. Und dann stehen wir da und sagen, oh ja, geil, hat er geklappt. Und dann sind wir voll am Arsch. So. Der Baum ist super gefallen. Der hier wahrscheinlich nicht. So, mal gucken. Doch, der fällt auch super. Hallo? Ja, der eine Lok da ganz oben gelandet, das ist natürlich auch super. So, und dann haben wir das Ding auch gleich fertig. Also bauen können wir inzwischen relativ souverän, das geht ganz gut. Jetzt brauchen wir noch was? Steine waren das, ne? Oder? Ne, Stickies. Stickies! So Stickies! Stickety Stickmans. So. Die nehmen wir mit. Stickies nehmen wir natürlich auch alle mit. Kaninchen. Aus Prinzip nehmen wir das Kaninchen auch mit. Keine Ahnung, was brauchen. Und da rollt noch ein Baumstämmchen. Ich weiß gar nicht... Ach, da oben ist ja in der Nische. Theoretisch kämen wir ja sogar hin. Okay, unsere Ausdauer ist gerade voll am Arsch. Ich frage mich, wenn man jetzt noch ein Lagerfeuer baut, wo die Muschiklausens dann durchlaufen. Ich mach mal erstmal Folgendes. Pass auf. Ich mach mal so wie früher. Custom Building. Defensive Wall. Früher keine Wohnwände, sondern alles nur Defensive.
So. Okay. Und dann haben wir nämlich das Lagerfeuer käme dann hier hin. Am besten so ein bisschen hier so, ne? Ein bisschen zentraler. So. Damit wir... Wir können außen rumgehen und die Kläuse sollten dann theoretisch durchs Feuer laufen. Ich weiß nicht genau, ob sie das machen. Ich glaube, die KI der Kläuse ist vielleicht nicht ganz so fortgeschritten wie der Einwohner. Und das will was heißen. So. Ein Baumstämmchen haben wir. Mist. So, und uns fehlt noch ein Steinchen. Der Arm juckt gerade. Uns fehlt noch ein Steinchen und dann... haben wir das Lagerfeuer auch fertig und ich glaube, die Klausens bleiben tatsächlich da hinten. Ich dachte eigentlich, die ziehen eventuell langsam so in die Richtung des Spielers. Das wäre natürlich richtig mies. Das wäre auch richtig Survival, wenn die so nach und nach einfach in Richtung des Players kommen würden, dass dann, sodass man sich halt vorbereiten muss auf den Impact und egal an welchem Ende der Insel man sie versteckt, vielleicht werden die sogar schneller von Nacht zu Nacht so, oder von Tag zu Tag so ein ganz kleines bisschen schneller, dass man sich ihnen entgegenstellen muss quasi. Ne, erst wandern die so langsam dir entgegen und egal, wenn es auch fünf auf der Insel sind, die wandern alle langsam in deine Richtung, weil die dich spüren. Und, tief in sich quasi. So, da haben wir das Feuer. Da hau ich mir ein Lizzie drauf. Dann hoffe ich mal, dass hier einfach keiner durchkommt und dann brauchen wir noch zwei Loks, die kriegen wir auch noch irgendwie hin. Vorher warte ich nochmal, bis das Essen fertig ist, dann hau ich mir hier noch ein Bäumchen um. Dann haben wir... das Ding fertig, dann bräuchte ich eigentlich noch eine zweite Defensive Wall. Einfach nur, um zu gucken, ob die Mutanten da durchbrechen, ob das wirklich schon möglich ist. Ich glaube, ja. Wenn wir die selber schon einfach mit einem Stockhieb so und dann das ganze Haus kaputt geht, dann glaube ich schon, dass das geht. Voll die dramatische Musik hier. Wir werden obsiegen. Wir werden die Muschikläuse kaputt schlagen. Die Einwohner sind ja schon irgendwie kaputt, habe ich das Gefühl. Und da geht dramatisch der Mond auf. So, die andere Axt ist natürlich wieder weg, weil wir es gewagt haben, Baumstämme aufzunehmen, während wir die Axt tragen. Ist halt noch ein bisschen buggy. Ist halt die Alpha. So... ich mach die Musik mal ganz leise im Hintergrund, nur damit wir ein bisschen was im Hintergrund haben. Der Wind passt ganz gut und die Musik ist auch so ein bisschen unheimlich, aber nicht wirklich. Und gleich ist sie gar nicht mehr unheimlich. So, komm! Reiß den Baum runter! Yeah! So. Das mit dem Baum anspringen klappt ganz gut. So, und dann mache ich einmal das Ding hier dicht. Wie viel? 6. Oh. Hier sterben einfach Lurche. Hier sind lauter tote Lurche und Kaninchen. Ich weiß nicht warum. Ein endless Vorrat. Na, wen haben wir denn da? Ich verstecke mich sorgsam hinter dem Baumstumpf. Komm, ich teile meine Lurche mit dir. Da können wir testen, ob die jetzt da rechts durch kann, aber offenbar nicht. Hab ich's mir doch gedacht. Wie doof bist du denn? Was macht die denn? Ich kümmere mich mal um die Vögelchen. Ah, ist mir zu blöd.
Komm schon, Oma. Ja, so viel dazu. Das hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt ist die Frage, wir machen noch eine weitere Wand. Custom Building Defensive Wall. Allerdings ist es jetzt zu dunkel dafür, finde ich. Ich sehe jetzt nicht genau, wie ich die hinbaue. Ich probiere mal, vielleicht können wir ja schlafen. Das wäre natürlich schön. Mit ein bisschen Glück geht's. Ja, es hat geklappt. Sehr, sehr gut. Okay, dann müssen wir nur mal überlegen. Jetzt machen wir noch eine zweite Defensive Wall. Das geht ja relativ fix, hoffe ich. Dann haben wir hier einfach so ein temporäres Lager. So, das mache ich mal so. Und dann nochmal so. Das müsste ja eigentlich hier genau dran klipsen. So, und theoretisch müssten die Muschikläuse... Kann ich da vielleicht noch einen hinmachen? Hallo? Ich mache hier mal so einen doppelten. Weil der so ein bisschen im Boden... Ich pass mal auf, ich mache mal sogar noch einen doppelten. Boah, wie cool das aussieht. Sail away, dream your dream. Lalalalalala. So, es wird jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen dauern. Eigentlich ein bisschen länger als geplant. Ich wollte hier gar nicht so viel Aufriss machen. Aber immerhin testen wir dann einfach mal, wenn wir die Möglichkeit haben, testen wir einfach mal die ganzen Mutanten-Krams. Und weißt du was? Zum Bäume fällen mache ich mal ganz kurz wieder God-Mode an. Einfach nur damit, weil wir die Ausdauer haben. Und dann kann ich mal, weil die Axt wird ja immer wieder verloren. So. Mache ich mal einfach für die Ausdauer. Wenn wir die Klausis dann gleich holen, mache ich das natürlich wieder aus. Jetzt ist erstmal nur dafür, dass wir hier die ganzen Bäume abschlagen können. Und dann können wir noch schnell hin und her laufen und die ganzen Wände kurz aufbauen, sodass wir hier ganz rein, ganz fix quasi unsere kleine Pseudotemporärfestung machen, die Mutanten hinterher sowieso auseinandernehmen, wie man ja weiß. Ah ja, einleuchten. Ja, wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Nein, falsche Richtung. Blöder Baum. So, dann, was? Fällt mir einfach so ein Baumstamm auf den Kopf. Dann räumen wir hier erstmal alle Bäume weg, die wir kriegen können. Das wird, ist ja gerade erst halbwegs morgens. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind erst 13 Minuten in der Folge. Das ist hinzukriegen. So, ein bisschen angeschrägt, aber hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ah, doch, hat was gebracht. Okay. So, da fliegen sie noch. Ich glaube, da oben sind auch noch ein paar Baumstämme. Egal, da kümmern wir uns später drum. Ich mache mal das Feuerzeug weg. So. Es dauert ein bisschen. Der fällt richtig. Und auch wenn jetzt ein paar Dinger runterrollen, ist mir egal. Wir haben unendlich Ausdauer mit dem God-Mode. Das heißt, wir können halt jederzeit hin und her laufen. Und das machen wir dann auch, so bis wir da den ganzen Zaun gebaut haben. Das dürfte aber nicht allzu lange dauern. Das geht bestimmt schnell. Lalalalalala. Na komm schon, in die Richtung. Naja, mehr oder weniger. Okay, die fallen also nach da unten hin. Soll mir auch recht sein. Ich hoffe, den Baum kriegen wir wenigstens nach oben geschlagen. Ich glaube ja eher nicht, aber bitteschön. Eieiei, ich bin ein bisschen nervös wegen der Muschikläusen. Es wird bestimmt nur noch 10 Jahre dauern. So, in diese Richtung, bitteschön. Sehr gut. So. Und das gleiche gilt dann auch für den. Ich weiß gar nicht, ob wir dann jetzt genug zusammen haben. Wir probieren es gleich einfach mal. Ist ja doch schon so ein bisschen was wir brauchen. 108 Loks brauchen wir noch, aber das eine ist natürlich auch für den Steg. Sieht man das eigentlich? Warte, wenn ich jetzt mit dem Finger... Da. Da steht's. 108 brauchen wir. Aber das natürlich noch mit dem Steg. Na komm, in diese Richtung. In diese Richtung. Uah. Naja, hat ja mehr oder weniger geklappt.
So, und jetzt rennen wir mal hin und her und gucken mal, ob die Loks reichen. Dann haben wir das Ding hier hoffentlich in 0, nix aufgebaut. So, zack. Und zack. So, lalalalala. Da hinten haben wir auch noch ein Hausboot. Das machen wir dann aber nicht mit God-Mode, sondern das machen wir dann einfach... Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, ein bisschen gelaufen wird es jetzt doch. Vor allem, weil die Baumstämme auch... Der Kuhl hat immer noch, alter Schwede. Naja. Ich bleibe einmal mit dem Finger auf der Shift-Taste. Das heißt, wir rennen hier die ganzen Wege einfach mal hin und her. Und testen dann mal. Ich glaube, die Fallen funktionieren nicht bei den Muschikläusen, ne? Theoretisch sollten die funktionieren, weil so eine Falle, wo dann einfach so ein Spike-Ding auf sich drauf klatscht, das müsste auch bei Muschikläusen funktionieren. Sicher bin ich mir aber nicht hundertprozentig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. So, yeah, geil. Boah, ist das geil. So, einfach nur mal, weil wir die Festung eh nicht brauchen. Und ich glaube, das Holz reicht nicht aus. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen blöd. War hier nicht noch was? Da, oh ja, da sind, da sind ja noch ein paar. Okay. So. Also eine Wand kriegen wir noch aufgebaut damit, aber dann fehlt immer noch eine. Aber immerhin sind wir dann, wenn die andere dann aufgebaut ist, dann sind wir damit durch. Huch. Ich bin aber zu schnell. Ah, sehr gut. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen einzigen Baum. Dann haben wir's. Okay, einen einzigen Baum kriegen wir hin. Da nehmen wir auch gerne unsere Popelaxt. Weil es nicht anders geht. Und dann nehmen wir mal, komm, dann nehmen wir dich. So. Wir schön in diese Richtung. Und dann können wir den Baum einfach ein bisschen anditzen. Aber ich glaube, wir sind eh so schnell, da ist es scheißegal. Boah, wie schnell man jetzt so ein Haus bauen kann, wenn man rennt. Hallo Lurchi, ich lass dich mal. Ich kann nichts dafür, wenn der jetzt genau den Baum hier hochklettert. So. Alter, der hat den Baum voll hingedrückt. Komm schon, komm schon. Voll am Rumzappeln. Yeah! Und wenn ich jetzt hier noch... Ich weiß, ich weiß, wir gehen gleich... Gleich gehen wir zu Klaus. Trotzdem würde ich noch gerne probieren, so ein Ding hier aufzustellen. Einfach nur so aus Interesse. Da brauchen wir ein paar Stickies für. Und noch ein paar Steine. Hä? So. Und noch ein paar Steine. Wo kriege ich denn Steine her? Hier am Strand waren auch immer Steine. Ich weiß es genau. Das sind kleine Steine. Hier sind auch noch Baumstämme. Okay. Hätten wir wahrscheinlich gar keinen Baum mehr runterschlagen müssen. Hier waren doch immer so viele Steine. Mann. Warum ändern die denn sowas? So, zwei Steine da. Wie viel brauchen wir noch? Ich habe keine Ahnung. So, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Dann können wir hier reingehen. Ich schalte dann aber trotzdem mal die Geschwindigkeit wieder auf normal. So, God-Mode schalte ich wieder aus, aber speichern ist wichtig. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir mal zu den Muschikläusen und gucken mal, ob wir die hierher locken können. God-Mode ist aus, God-Mode ist aus. Okay, wir verlieren mit Energie, das ist sehr gut. Jetzt drückt uns mal die Daumen. Ich bin ein bisschen nervös. Und ich muss pinkeln. Beides. Hoffentlich passiert da jetzt kein Unglück.
So, ist schon ein Streckchen. Ich glaube, ich werde vorhin nochmal ganz kurz die Ausdauer auftanken. Da ist schon der erste Muschiklaus. Habe ich zufällig... So, das mache ich mal lieber. So. Klausen, komm nach Hausen. Klausen, Mann. Hallo. Oh, oh. Ich liebe dich, Klaus. Mach keinen Scheiß. Der Klaus, der holt jetzt seine Muschi raus. Uah. Boah. Alter. Okay, der ist ein bisschen abgeschwächt. Der ist nicht mehr so stark wie früher. Aber der greift wieder an, ne? Ja, der greift an. Ich darf noch nicht so selbstbewusst nach hinten gehen. Ah, doch, ist ja noch ein Stück. Na, komm mal her, Klausi. Hm? Du und ich, oder? Bäh, der ist so ekelhaft. Vor allen Dingen, der wird so rot in der Sonne. Der ist so halb durchsichtig irgendwie. Der wird dunkelgrau im Schatten und so halb rot leuchtend in der Sonne. Klausi, komm her. Hm? Du und ich, wir sind doch Freunde. Ich renne übrigens zurück, damit er uns nicht kriegt. Der ist nicht zwingend feindlich. Der ist nur feindlich, wenn man in seine Richtung geht. Ich glaube, dann wird das der Aggression. Aber wir haben den ja noch nicht angegriffen. Der scheint tatsächlich nicht sofort anzugreifen. Man darf ihm nur nicht zu nahe kommen. Ich will mich doch nur fortpflanzen, Klaus. Was ist denn los? Die anderen lässt du ran, oder was? Psst, psst, komm her. So. Uah. Mist, uah, da wollte ich mich genau nicht rein. Komm her. Scheiße. Psst. Na? Ja, er brennt! Er brennt! Huzza! Okay, er reißt aber nichts ein. Ja! Ja! Das war natürlich total unspannend, aber... Oh, jetzt können wir den auch ein bisschen hier ragdollen. Oh, oh, Entschuldigung. Ja, dieser Arm, Alter, das ist so ekelhaft. Können wir da eigentlich... Nee, können wir nicht, ne? Dieser Arm. Klausi! Das ist ein bisschen ekelhaft. Der wabbelt so... Was macht denn der jetzt? Spagat! Da fliegt jetzt auch noch ein Vogel rein, oder was? Okay, pass auf. Geronimo! Oh, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinaus. Mach das Bein wieder runter, Junge, wenn das jemand sieht. Bäh.
Okay, einen Muschiklaus haben wir besiegt. Das war natürlich, ja, das war jetzt natürlich sehr, also wir können da drüben jetzt eigentlich mal ein Feuer aufstellen. Ich wollte nur mal gucken, wie der durch unsere Wand bricht. Hat aber nicht getan. Der ist an der Wand entlang gelatscht. Das heißt, die reißen noch keine Wände ein. Wir müssen uns keine Sorgen machen mit unserer Hütte im Wald. Das wollte ich eigentlich nur mal testen, die Theorie. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns den zweiten Muschiklaus. Vielleicht machen wir da, ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt mehr Action machen können. Ich wasche mich auch mal ganz kurz. Na endlich, jetzt stinke ich nicht mehr so. Boah Mist, ich muss echt pinkeln. So. Und da hinten ist schon Klaus Nummer 2. Klaus, der wartet beim Haus und holt die Genitalie raus. Klaus lebt in Saus und Braus. So. Und wünscht sich für zwischen die Beine einen Strauß mit langem Hals. Was? Okay, ist das... Ach, das ist aber kein Klaus, das ist so ein Dingens. Ist der aggressiver? Weil wir jetzt den Klaus umgebracht haben? Wie kann er uns überhaupt sehen, frage ich mich. Der wilde Horst, der wilde Horst. Jetzt bringe ich den mal manuell um, nicht mit Feuer. Weil ich möchte sehen, ob wir dadurch die Aggro, mehr Aggro von den Mutanten kriegen. Puh, ja, es fliegt hier irgendwann ein Vieh rum. Oh, hat er mich noch erwischt. Okay, da fliegt uns langsam die Rüstung um die Ohren. Wir müssen vorsichtiger sein. Uah. Ja, stirb! Was ist denn das? Oh. Wir fliegen hier die ganze Zeit Fliegen rum, so kleine. Wenn wieder Fenster offen ist, habe ich immer das Gefühl, dass die mir gleich in die Nase fliegen oder sonst wo rein. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Komm, den können wir vor uns herschieben. Lalalala. Wisch mal den Boden mit ihm. Ich frage mich, ob das jetzt irgendwelche Nachteile hat, wenn wir die umgebracht haben. Ich habe keine Ahnung. Also der war jetzt nicht sehr schwer. Da muss man nur ein bisschen Geduld haben. Das Problem ist, es geht nur, wenn die alleine sind. Wenn die nicht alleine sind, dann haben wir natürlich keine Chance. Und ich höre da in der Richtung immer noch so ein Klaus oder was auch immer das sein mag. Boah, scheiß Nase, ich reiß mir die gleich aus dem Gesicht und verspeise sie. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz, wir gehen bald wieder zurück zum Hütchen. Da haben wir jetzt genug rumgereist. Ich will jetzt nochmal ganz kurz gucken. Erstens mal brauchen wir dringend Lurche. Und zweitens mal trinke ich mir gerade was, damit wir schneller laufen können oder länger laufen können. Und dann würde ich tatsächlich mal gerne probieren, einen der Klausis zu unserem Haus zu locken, ob der dann da wirklich nicht rein kann. Vorher natürlich speichern und dann gucken, ob wir den locken können. Ich muss so pinkeln, aber das verrate ich nicht, weil mir das ein bisschen peinlich ist. Deswegen zitter ich ja schon so ein bisschen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das... Ah, hier sind erstmal die gelben Container. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob das die Klausis von da vorne sind beim Heiligen Baum, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich ganz eigenständige Kläuse. Ich gehe jetzt nochmal gucken und dann düsen wir nach Hause. Hier ist nichts, hier ist alles ruhig. Da hinten im Wald, da ist noch ein Klaus. Tut uns aber nichts. Vielleicht werden die nachts aggressiver, ich weiß es nicht.
Und ich höre einen aus der anderen Richtung. Also ich höre einen aus der Richtung und ich höre einen aus der anderen Richtung. Das heißt, es sind tatsächlich mehrere. So, es ist langsam Abend. Wir müssen also bald wieder nach Hause. Jetzt wollte ich nur ganz kurz eben noch da schauen. Hier ist einer etwas näher voraus. Was ist denn das hier für ein Baum schon wieder? Einen höre ich hier relativ nah. Da hinten. Okay. Welche sind jetzt die richtige Behausung? Ich habe keine Ahnung. Liegen alle drei in der Richtung. Ich lasse den da mal rum, Doktoren. Und wir gehen erstmal wieder zu uns nach Hause. Zu unserem Hauptheim, Hauptzuhause. Und dann speichern wir da erstmal. Da muss ich mal ganz dringend, habe ich einen wichtigen Termin gleich. Das ist ganz dringend. Business, ist ein Business-Termin. Puh, der pressiert sehr. Hier ist auch noch einer nah dran. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den Mutanten jetzt auf der Insel sind. Und ob die nicht vielleicht doch, das wäre natürlich richtig geil, wenn die nach und nach in unsere Richtung wandern. Das fände ich irgendwie, fände ich schön herausfordernd, aber welches ist jetzt unsere Hütte? Ich glaube, das wird wohl die da sein. So, und ich hoffe, hier ist nichts in der Nähe gerade. So. Na, komm schon. So, zumindest sehe ich hier noch keinen Klaus in der Nähe. Das ist die Hauptsache. Und den Rest kriegen wir dann auch so hin. Ich gehe nochmal ganz kurz speichern. Dann sind wir wieder zu Hause nach der kleinen Reise. Haben ein paar Kläuse umgebracht. Also einen Klaus und einen, ich weiß nicht, wie hieß der andere, Günther? Ich weiß gar nicht, wie wir den genannt haben. Horst? Muss ich nochmal nachschauen. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich muss mal ganz dringend in den Endscreen. Tschüss. Ja, hallo Endscreen. Ich muss ganz dringend wohin. Oh, ist ganz wichtig, Businessgespräch. Und in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen, ehrlich gesagt. Ihr könnt da ruhig mal ein paar Vorschläge machen, was ihr so haben oder gerne mal sehen würdet. Ich werde wahrscheinlich versuchen, in der nächsten Folge da mal so einen Klaus hier zum Haus zu locken. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht, ob der das Haus umstoßen kann. Ich habe ja gespeichert, das heißt, uns kann ja gar nichts passieren. Und ansonsten lassen wir den hier quasi in der Gegend rumhängen und vielleicht finden sich da noch ein paar Kannibalen und Eingeborene, die gegen den kämpfen wollen. Das wäre natürlich am schönsten. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und tschüss, ich muss ganz dringend wohin. Oh mein Gott, oh mein Gott.